So, und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen beim Unternehmerradio, liebe Zuhörer und Zuschauer. Heute mal wieder der Podcast für Unternehmensnachfolge und Digitalisierung meldet sich hier wieder. Mein Name ist Danilo Manka und ich begleite Sie heute durch die Episode. Wir haben heute einen Gast eingeladen, der ein Online-Projekt verkauft hat. Und ja, wenn Sie grundsätzlich zu dem Thema Firmenverkauf und Unternehmensnachfolge Informationen suchen, dann gehen Sie einfach mal auf unserer Webseite vorbei, die da heißt www.unternehmer-radio.de. Dort gibt es auch ein E-Book zum Thema Due Diligence und Unternehmensvorbereitung, wie der ganze Prozess läuft bei der Unternehmensnachfolge. Einfach mal vorbeischauen, unternehmer-radio.de. Ja, genau. Und ich habe es gerade angekündigt. Wir haben heute einen ganz jungen Unternehmer zu Gast, der sein Online-Projekt verkauft hat. Und sein Name ist Paul Niebler. Er hat nightted.de verkauft. Was sich da genau dahinter verbirgt, das erzählt er uns gleich selber. Er hat das Projekt damals mit 22, 23 Jahren ungefähr aufgebaut, innerhalb eines Jahres dann wirklich sozusagen verkaufsfähig gemacht, Vollzeit dran gearbeitet und wie die Idee entstanden ist, was sich dahinter verbirgt, wie der Verkaufsprozess lief, das wird er uns jetzt selber erzählen. Herzlich willkommen, Paul Niebler, schön, dass du bei uns in der Sendung bist. Danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich. Ja, Paul, also erzähl uns doch vielleicht ganz am Anfang mal, was verbirgt sich hinter nightted.de? Genau, also nightted, der Name kommt von Nacht für Night und Ted, wie das Kartenspiel von damals. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du es noch. Früher diese Quartettkartenspiele mit Flugzeugen und Schiffen, wo man Natürlich gespielt kenne ich hat. die. Sehr gut. Es kennen echt nicht alle. Also haben wir auch gedacht, das kennt jeder, aber ich würde sagen, ein Drittel der Leute kennt es nicht. Und genau, also wir haben quasi das gleiche Konzept gemacht, diese Karten, wo man spielt, wer hat mehr PS, wer hat mehr Hubraum, haben wir dann quasi gemacht für Bars und Clubs in Nürnberg. Da war dann quasi, wo ist das Bier billiger, was kostet Eintritt und wie viele Sitzplätze hat das Ganze. So konnte man auch mit diesen Karten dann gegeneinander zocken. Ach, cool. Ja. Und jetzt, ich schau mal kurz, ob ich das Bild hier habe. Nein, natürlich nicht mehr. Egal. Auf jeden Fall, und der Witz an der ganzen Sache war, jede Karte war gleichzeitig ein Gutschein. Das heißt, wenn du quasi mit dem Kartenspiel nachts unterwegs warst und du warst in der Bar, hast die Karte von der Bar hergezeigt, hat dir der Barkeeper zum Beispiel ein Freibier oder ein Freicocktail gegeben. Das heißt, vom Business Case her war es eigentlich wie gut. Nur Ja. das so ein bisschen noch bisschen Oh, jetzt ist die Verbindung gerade ein bisschen weggehen abgehakt. oder. Ah, jetzt Oh, ist wieder da. okay, Die alles letzten zwei klar. Sätze waren, glaube ich, weg. Genau, also war quasi wie ein Gutscheinheft effektiv, nur ein Quartettkartenspielformat. Und deswegen war es ein bisschen cooler, ansprechender für Studenten und auch irgendwie besser mitzunehmen, haben uns die Leute gesagt, weil du nimmst zum Beispiel, wenn du weißt, in welche Club oder welche Bars du gehst, nimmst dann mal zwei, drei Karten mit, steckst den Geldbeutel, hast sie dann abgegeben und was viel gekostet hat, hat einen Gutscheinwert von 400 Euro, auch wirklich mit Freibier, Freicocktails, also nicht nur zwei für eins. Also für die Studenten hat sich super gerechnet. Wir haben quasi Leute in die Bars gebracht, deswegen waren die Barkeeper auch ganz happy mit dem Ganzen. Cool. Und genau, das lief relativ gut. Das war so das erste Produkt. Okay, das heißt, wie teuer war das Produkt? Also dieses Quartett oder Quint oder Nighthead? Also, wir hatten zwei Produkte. Das erste war das Nighthead, das hat 10 Euro gekostet. Und später haben wir das gleiche, was relativ gut lief, nochmal für Sport und Freizeit gemacht. Da waren dann die ganzen städtischen Bäder dabei: Nürnberger Tiergarten, Minigolf, Kampfsport, Tanzen, alles Mögliche in der Richtung. War von der Idee her das gleiche, das hat dann 15 Euro gekostet. Okay, und bei 10 Euro, bei der 10 € Investition für ein Spiel hatte ich also auch Coupons dabei, wo ich in die Bar gehen konnte und ein Freibier bekommen habe. Ist das richtig? Ja, sogar freie Cocktails. Also teilweise bist du in eine Bar dann gegangen und hattest das ganze Spiel schon wieder drin. Ja gut, aber man trinkt dann vielleicht noch ein, zwei mehr und dann rechnet sich das auch wieder für die Bar, die da mitmacht sozusagen. Okay, verstehe. Ja, okay, und wie bist du damals auf die Idee gekommen, jetzt so ein Spiel dafür zu bauen? Oh. Haben wir schon mit denen waren wir immer in Verbindung, wieder schlecht. Ja, jetzt war sie gerade wieder schlecht. Sonst mach doch vielleicht, weiß nicht, wir können ja gerade mal, wir gucken mal, ob es jetzt so bleibt. Ansonsten machen wir deine Kamera einfach aus. Dann Ja. sieht man zwar nur mich, aber wir können es hinterher dann einfach nochmal versuchen. Vielleicht wird es ja auch besser. Okay, genau, bin gerade hier im Hotel. Wahrscheinlich nicht das Beste hier, das WLAN. Ja. Ja, okay, jetzt gerade geht es ja wieder. Sonst, wenn wir es gleich nochmal haben, dann machen wir einfach Video aus. Geht auch. Alles Genau. klar.
Genau, es hat sich schnell gerechnet für die Käufer. Das war immer unser Verkaufsargument: Hey, du musst nur die eine Bar gehen heute Abend, hast das ganze Spiel schon wieder drin und der Rest ist Gewinn. Und das hat auch immer ganz gut gezogen. Cool. Genau, und dann habe ich dich gerade gefragt, so, wie seid ihr eigentlich damals dann auf die Idee gekommen, irgendwie da was zu machen, so ein Spiel zu entwickeln? Genau, also Freunde von uns haben das schon in Regensburg gemacht. Ich glaube, die Homepage müsste auch immer noch da sein. Und mit denen waren wir damals in engem Kontakt. Das waren auch so Startup-Leute, daher kannten wir die auch. Wir waren auch schon, also mit Freunden nicht, wir haben das zu zweit gemacht. Und wir waren auch schon immer Startup interessiert. Darüber haben wir auch diese Regensburger kennengelernt. Und die hatten das damals als Uni-Projekt gemacht. Und dann haben wir da Kontakt aufgenommen, weil wir das auch machen könnten. Da hatten die nichts dagegen. Und dann haben wir das quasi mit denen so ein bisschen zusammen gemacht. Und in Regensburg damals hat es schon relativ gut funktioniert. Und dann haben wir quasi das Konzept genommen. Wir haben es ein bisschen abgeändert, aber dann in Nürnberg ähnlich gemacht. Und wir hatten auch schon mal die Idee oder das Bedürfnis, selber mal ein Startup zu machen, aber es ist immer schwer, so eine Idee zu finden. Und da hatten wir was, hat quasi schon funktioniert. Wir wussten schon ungefähr, wie es geht. Wir hatten Support, das war dann die perfekte Gelegenheit. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir mal ein Jahr, sonst nichts, investieren mal voll und dann gucken wir einfach, was rauskommt. Was musstet ihr in diesem Jahr alles denn machen? Also du hast ja gesagt, du hast wirklich Vollzeit gearbeitet. Was für Aufgaben standen da vor euch, um das Ganze so auf die Spur zu bringen? Die größte und schwierigste Aufgabe war am Anfang die Akquise, weil du musst Unternehmen reinbekommen, aber du hast noch kein Referenzprodukt und du hast noch nichts, was du herzeigen kannst. Das heißt, du gehst wirklich Cold Calling-mäßig, du hast irgendwelche Bars an, sagst, du bist von der Uni, hast du so ein Projekt, kann ich mal vorbeikommen, einen Termin haben? Und erstmal sagen alle nein. Und dann, als wir die ersten Termine hatten, hatten wir, glaube ich, auch 10 oder 12 Absagen, bis der erste überhaupt mal mitgemacht hat, weil jeder hat gefragt, okay, wie weit seid ihr schon? Wer macht sonst mit? Und dann sagst du, ja, ist so eine Idee bisher und dann sind alle, ja, kommt nochmal später und so. Und halt wurden wir ziemlich abgewimmelt. Aber als dann die ersten paar mitgemacht haben, haben wir jetzt quasi von so schlechteren, unbekannteren Bars hochgearbeitet zu bekannteren. Ah, Und okay. das war dann unser Ansatz. Also Bars, die wir eigentlich gar nicht unbedingt drin haben wollten. Und als wir dann die ersten paar Großen mit dabei hatten, ab dann ging es zum Selbstläufer. Wir haben dann gemerkt, ah, okay, die sind dabei. Dann ist die Bars sind auch alle miteinander vernetzt. Das heißt, wenn man mal eine Bar drin hat, der kennt die ganzen anderen Barkeeper in der Straße und als wir dann mal so ein bisschen guten Ruf haben, so als cooles neues Projekt, ab dann wird es zum Selbstläufer. Aber das war am Anfang, würde ich sagen, gut 2 Monate waren wir dann nur jeden Tag unterwegs, haben Bars angerufen und versucht, jeden reinzubekommen, den wir konnten. Ach krass, okay. Also das Und heißt, der als Hebel war dann wirklich da, als dann ein paar bekannte Bars mit dabei waren und dann hatte man die ersten Referenzen, wie das halt immer so ist mit Referenzen. Ne? Dann geht genau, es halt ja. schneller. Ja. Ja. Okay, cool. Dann sicherlich auch noch Produktion der ganzen Karten und dann Genau, muss das das war Ganze ja auch noch extrem vermarktet extrem. werden irgendwann, ne? Ja. Also ich war dann bestimmt noch mal einen Monat beschäftigt, habe vor allem mich gemacht, das Design der Karten. Hm. Und das ist wirklich unglaublich schwer, vor allem wenn man es selber noch nicht gemacht hat. Und hörst du mich noch? Ja. Ah, Jetzt okay. höre ich mich selber aber auch. Nee, jetzt höre ich dich nicht mehr. Holen und das. Doch, jetzt höre ich dich ja. Oh. Gerade Okay. war eigentlich besser. Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt höre ich dich. Okay, genauso die ganze Produktion von dem Ganzen. Wir mussten einerseits die Karten selber designen, das heißt das ganze Layout von den Karten und auch von der Schachtel. Dann gibt es so diese Faltvorlagen, wie man etwas produziert, dann diese Musterdrucks. Dann haben wir so einen Stadtplan entworfen, was auch alles händisch in Illustrator war. Und für mich war das halt ganz neu und die Gefahr ist halt auch groß, weil wir haben ja, glaube ich, 5000 Spiele drucken lassen. Das war jetzt auch nicht ganz billig. Also wir hatten schon auch monetären Invest, sage ich mal. Und gleichzeitig will man es halt so schnell wie möglich rausbringen, weil es den Bars versprochen ist, kommt raus, aber gleichzeitig die Gefahr von dem Fehldruck und das war deutlich schwerer als angenommen. Wir haben es auch nicht geschafft. Wir haben auch gelernt, wie schwer es ist, etwas pünktlich rauszubringen, weil du bist von so vielen Leuten abhängig. Wenn eine Ja. einzelne Bar nicht liefert, die Daten nicht liefert, das Foto nicht liefert, den Vertrag nicht liefert oder bei der Produktion was schief geht, man geht im Kopf immer vom Optimalfall aus und denkt so: Ah ja, zack, bis Dezember haben wir das Spiel. Wir wollten dann unbedingt bis Weihnachten rauskommen, das hat überhaupt nicht geklappt, war am Ende 3 Monate zu spät. Aber gut, wir Okay. haben es probiert. Aber es hat geklappt. Dann war das ganze Ding dann irgendwann fertig gedruckt und ja, versandfertig, ne? Genau, dann hatten wir eine LKW-Ladung voll, kam dann zum Studentenwohnheim, so ein richtiger Laster voll und hat dann palettenweise haben wir die und im Wohnheim gelagert, genau. Okay. Ja, dann kam sicherlich die nächste Aufgabe. Ihr wart zu zweit, ne? Also Ja. sonst war niemand mit dabei. Also ihr habt alles zu zweit gemacht und dann kam hinterher die Aufgabe dazu, okay, wir müssen das ganze Ding, müssen die Paletten jetzt hier an Mann bringen. Genau. Ja, wie habt ihr das gemacht?
Also da einer der ersten Kanäle, das war ein Tipp, den wir von Regensburg hatten, das war auch ganz gut. Wir haben immer versucht, wenn wir Bars akquiriert haben und die allgemein so euphorisch über das Produkt waren, haben wir denen sofort so viel wie möglich verkauft. Die haben es dann aber 50% billiger bekommen. Aber das war auch für uns gleichzeitig ein Marketing-Effekt, weil alle, würde ich mal sagen, wir haben fast alle Bars dann gefragt und so ein Drittel bis die Hälfte der Bars hat selber verkauft. Das heißt, es war für uns natürlich super Marketing. Das heißt, die ganzen Bars, wo die Leute eh hingehen, waren dann direkt so ein Aussteller, haben wir dann auch so ein bisschen was designt Ja, und klar. man hatte schon mal so viel Visibility. Und da haben wir schon die ersten, würde ich sagen, 200, 300 Stück verkauft. Das waren schon einige direkt an die Bars. Und ja, dann ging es halt los, Uni. Also erstmal alle Freunde und Bekannte und dann halt Facebook-Marketing haben wir sehr viel gemacht, aber auch wirklich sehr viel Print. Also wir haben überall ausgestellt, wo wir konnten, an der Uni alles zugekleistert, wo wir irgendwie hinplakatieren konnten und auch Facebook-Werbung geschalten, Facebook-Fanpage aufgebaut, die dann auch mit der Zeit nach und nach gut gewachsen ist. Und auch viele physische Stände. Das heißt, wir haben sehr viel bei Hugendubel und Thalia verkauft. Da haben wir dann so kleine Stände bekommen, weil die hatten das Produkt auch verkauft. Also wir haben auch viel Retail gemacht. Also wir hatten bestimmt noch 15 Locations außerhalb von den Bars, die auch das Produkt vertrieben haben. Und da waren wir oft einfach selber vor Ort. Und am Ende haben wir dann auch so Promoter eingestellt auf Tagesbasis. Und dass man da wirklich einfach die Leute anquatscht, wenn man es im Regal sieht, man versteht nicht sofort, was es ist. Und dass man dann wirklich hingeht zu den Leuten, hey, kennst du schon das Nighthead, bla bla bla. Und so haben Ah, wir okay. ziemlich viel verkauft und da auch viel Zeit investiert. Ja. Okay, also am Anfang sicherlich ist das sehr viel mit Anschieben verbunden, ne? Also ganz viele unterschiedliche Kanäle anzapfen und gucken, wo zündet das Ganze. Und ich denke mir, viele sind sicherlich auch gerade jetzt, wenn man ist ja ein sehr lokales Geschäft, da sind ja auch viele einem wohlgesonnen und wollen einen da sicherlich unterstützen. Und wo würdest du sagen, dass bei euch so der, ja, wie ist das gelaufen? Also ihr habt ja unterschiedliche Köder ausgelegt, du hast gesagt im Retail-Bereich, du hast gesagt Facebook, dann auch so Mundpropaganda, so was würdest du sagen, so wie ist es bei euch dann irgendwann so von alleine ins Rollen gekommen? So, was war so der Hebel, wo es dann irgendwann, wo du gemerkt hast, okay, ich kann jetzt, muss nicht mehr schieben, sondern die Maschine läuft jetzt ungefähr. Ich würde sagen, so 100% ist der Moment nie gekommen, weil wir haben immer gemerkt, sobald wir wieder Marketing nachgelassen haben, wurden auch die Sales weniger. Es waren noch Okay. ein paar da, aber ich sage mal, wenn wir sogar jetzt, sag ich mal, ein Spiel pro Tag verkaufen, wenn wir gar nichts machen oder zwei, das ist halt unterm Strich gar nichts, weil das Spiel kostet 10 Euro, wir waren umsatzsteuerpflichtig, das heißt, es bleiben noch 8 Euro. Das dann noch versteuern plus die Druckkosten auch noch abziehen und das durch zwei, also dann, wenn wir dann zwei pro Tag verkaufen, was dann pro Person 3 Euro oder 4. Okay. Wir mussten schon mehr verkaufen und wir haben viele Events gemacht und derzeit lief es immer richtig gut, weil das war auch die Zeit, dann ist es für Leute neu, dann empfehlen die es ihren Freunden und haben wir auch gemerkt, die Online-Sales sind hochgegangen, wenn wir physisch gemacht haben. Aber sobald wir Ah, das okay. eingestellt haben für 2, 3 Wochen, ist auch online wieder bergab gegangen. Also man hat schon gemerkt, dass es immer so kleine Hype-Phasen hatte, aber die sind dann wieder abgeflaut. Und auf Facebook-Marketing war es nie so, dass wir es geschafft haben, komplett automatisiert Verkäufe zu bekommen. Also haben wir erst gehofft, dass wir dafür 1, 2 Euro pro Klick, wenn die Conversion Rate passt, dass wir das hinkriegen, aber die war immer zu niedrig, dass sich's lohnt. Ich vermute einfach, das Produkt war auch zu billig für Facebook Ads. Also wir haben schon Facebook Ads geschalten, aber es war dann eher, um die Reichweite aufzubauen, dass wir unsere Fanpage pushen, dass wir mehr haben, dass wir da mehr Traction bekommen und dass die vom Produkt hören, aber direkt, dass wir sagen, wir verlinken direkt die Homepage, schauen, dass wir converten. Wenn du 1 bis 2 Euro pro Klick hast und pro Sale, sage ich mal, nur 7 bis 8 Euro hast, bräuchte seine 50% Conversion von den Leuten, die auf die Homepage klicken, und das war leider nicht erreichbar. Okay, da war das dann eigentlich das Produkt ein bisschen zu günstig vielleicht oder einfach zu, ja, er hatte nicht genug Marge, um das wirklich realisieren zu können. Genau. Aber warum waren die Klicks so teuer? War es nicht irgendwie möglich, da günstigere Klicks zu bekommen oder ist irgendwie so, Also, das war weiß jetzt. nicht. Also du hast ja unterschiedliche Stellschreiben, ne? Entweder kannst du vielleicht günstigere Klicks bekommen oder deine Audience wird irgendwie immer spezieller, dass du halt genau weißt, okay, wen du erreichen kannst, sodass deine Conversion Rate auch dementsprechend steigt. Wie seid ihr da? Habt ihr da irgendwie, was habt ihr da getestet? Oder war vielleicht auch, es kann ja auch sein, dass das Know-how da an der Stelle vielleicht nicht so richtig da war oder so. Habt ihr euch da Hilfe genommen? Wie seid ihr da genau vorgegangen, um den Kanal Facebook also zumindest irgendwie so zu testen, um zu gucken, ob es für euch läuft oder auch vielleicht einfach zu merken, okay, nee, passt nicht. Genau, also ich will nicht sagen, es hat nicht funktioniert, nur dieses direkte Verkauf hat nicht funktioniert. Wir sind dann quasi, also man kann ja pro Klick bezahlen oder pro Reichweite. Und wir haben jetzt nur pro Klick bezahlt auf die Homepage und dann haben wir gemerkt, das lohnt sich nicht so ganz für uns. Aber pro Reichweite, das hat ziemlich gut funktioniert. Also wir haben einfach Posts gemacht, die möglichst viral gehen. Auch so ziemlich witzige Posts, so Richtung Memes, die haben immer das Nighthead
im Spiel hatten, auch so viele Photoshop-Montagen dann mit Nighthead. Und da hatten wir ziemlich witzige Bilder und die kamen da gut an. Und dann haben wir quasi immer diese Bilder gepostet, die mit relativ viel Werbung beworben, die haben dann relativ viele Klicks bekommen und so wurden die immer natürlich so ein bisschen viral. Und so haben wir sehr viel Traction bekommen, auch sehr viel Likes dann auf die Homepage. Und die haben dann quasi nicht sofort konvertiert, dass sie gekauft haben, aber insgesamt wurde einfach unsere Brand stärker. Wir haben Reichweite bekommen und so haben sehr viele Leute von unserem Produkt gehört, auch von der Uni. Wir haben immer mit denen geredet, wie sie davon gehört haben und viel war wirklich über diese Facebook-Posts, die quasi gar nicht direkt das Produkt verkauft haben, aber einfach nur unsere Brand gezeigt haben. Und der Weg, würde ich sagen, hat relativ gut funktioniert, dass er dann indirekt langfristig eben diese Sales generiert hat. Okay. Gut, und dann, du hast dann gesagt, das ist dann zwar so ans Laufen gekommen, aber ihr musstet eigentlich immer so auf allen Kanälen dann irgendwie schieben, ne? Also, dass es irgendwie vorangeht. Wie ist das Projekt dann weitergegangen? Also, ihr habt dann ja irgendwann wirklich, das lief ja zumindest, also ihr musstet schon was dafür tun. Es lief jetzt nicht voll automatisiert, wie man es sich da vielleicht in dem Moment auch wünscht, aber ihr wusstet, okay, wenn ihr was tut, dann läuft's. Wie ging es dann weiter? Genau, also das Produkt, also unser Feedback war super, die Leute fanden es alle cool, also auch die Bars fanden es gut. Also wir hatten sehr, sehr positives Feedback und daraus kam dann eben die Idee, noch das zweite Produkt direkt danach zu machen. Da war auch eben eins der Learnings, das Produkt war zu billig, dann haben wir das zweite noch für 15 Euro verkauft. Das war dann eben dieses Daytime für Sport und Freizeit. Da haben wir auch sofort alle Locations quasi voll bekommen. Das war viel, viel leichter, einfach weil wir das Referenzprodukt Nighted hatten. Wir haben den Leuten gezeigt, guck mal, wir haben eine Facebook-Reichweite, in der Uni sind wir bekannt, wir nutzen alle Kanäle, um das direkt wieder zu promoten. Wir konnten viel glaubwürdiger Kunden verschaffen für die Unternehmen. Darum war Okay. es deutlich leichter und das haben wir auch deutlich schneller voll bekommen. Da haben bestimmt 80% direkt zugesagt und wir konnten uns auch die Locations so ein bisschen aussuchen. Und genau, da haben wir es quasi teurer gemacht und wir haben versucht, mehr Richtung B2B-Sales zu gehen. Wir haben einfach gemerkt, das ist deutlich leichter. So ein Student, der kauft einmal ein Produkt und du musst dich schon so ein bisschen anstrengen, dass er es kauft. Das ist sogar noch oft manuell auf. Oft war es aber dann so, wenn wir zum Beispiel das Tanzstudio Schlegel zum Beispiel, das war so ein Laden in Nürnberg, die haben dann für eine Weihnachtsfeier oder so einfach 100 Spiele gekauft. Und ich meine, Ah, okay. wenn die sofort 100 Stück kaufen, dann hast du dann sofort 1000 Euro Umsatz und ist dann mit einem Sale und damit quasi versucht, eher mehr noch ein Unternehmen zu verkaufen, also direkt, als wir die Krise gemacht haben, was eh gut lief, und dann geschaut, dass wir es quasi ein Unternehmen so als Geschenke verkaufen. Das hat teilweise geklappt, und das war schon mal deutlich ergiebiger. Da war auch das Produkt teurer, Unternehmen, da ist jetzt nicht jeder Euro wichtig. Ich würde sagen, damit schon die Strategie ein bisschen optimiert und dann konnten wir natürlich auch immer so upsellen, sage ich mal. Dann hatten wir das eine Produkt, der findet es cool, dann sagen wir immer so, ah übrigens, wer macht das andere? Und so quasi auch schon mal mehr Value aus dem Customer quasi bekommen und haben konnten quasi das so ein bisschen cross-marken. Die eine, die das cool fand, haben das andere gekauft und andersrum. Und wenn die Okay. zufrieden waren und das Produkt wollen, sind sie auch froh, dass man ihnen noch ein Produkt gibt, wo das Gleiche quasi nochmal passiert. Und das war dann der logische nächste Schritt. Und ich würde auch sagen, da haben wir dann auch nochmal deutlich mehr pro Monat verdient, als wir dann beide Produkte hatten. Und genau. Ja, das war ja alles so innerhalb eines Jahres, oder? Genau, das Nighthead kam, ich glaube, kurz nach Weihnachten raus. Und datet dann circa 6 Monate später. Okay. Ja, und dann hattet ihr doch eigentlich so, würde man sagen, so ein bisschen den Dreh raus. Ja, ihr habt Erfahrung gesammelt. Ihr hattet jetzt noch ein Cross-Sell-Produkt, womit ihr dann auch noch irgendwie den Customer Lifetime Value so des Kunden eigentlich noch ein bisschen höher bekommen habt. Da hätte man jetzt eigentlich sagen können, okay, das können wir noch erstmal auf 1000 Städte ausbauen, dann können wir das noch irgendwie auf unterschiedliche Themen ausbauen und dann habt ihr euch entschlossen, ah nee, wir hören auf. Oder wie war es dann tatsächlich? Also, weil du hast ja gesagt, nach einem Jahr war dann Schluss. Gab es da irgendwie einen Moment, wo du gesagt hast, okay, nee, wir machen nicht weiter? Also, was ist da passiert? Also wir hatten genau deine Gedanken, das war von Anfang an der Plan. So, wir machen jetzt die Stadt und die Stadt. In Würzburg haben schon überlegt, wie ist da so die Marktlage, welche Clubs, Bars gibt es, haben schon Freunde gefragt, haben uns schon informiert. Also es war eigentlich alles schon in Planung. Und auch so ein drittes Produkt haben wir schon überlegt für Restaurants, was dann quasi das gleiche Konzept, halt nur wie so ein Schlemmerblock dann quasi ist, wo wir auch relativ confident waren, dass das auch gut geklappt hätte. Aber das Problem war wirklich, das Produkt ist zu billig und wir haben keine Möglichkeit gefunden, dass wir es entweder selber stemmen können oder dass wir ihn einstellen, der es für uns macht. Weil was man nicht unterschätzen darf, ist, das Produkt lebt davon, dass wir Kontakt auch mit den Bars haben und mit unseren Kunden. Also noch kurz mal zu unserem Business Case. Es war nicht nur so, dass die Kunden fürs Endprodukt gezahlt haben, wir haben auch einen Werbebeitrag von den Bars bekommen. Das heißt, ein guter Teil vom Umsatz war auch tatsächlich von den Bars, die mitgemacht haben.
die quasi Werbegebühr gezahlt haben dafür, dass sie auf den Karten abgebildet sind. Okay, ja. Und es war immer sehr wichtig, mit diesen Leuten Kontakt zu halten, weil wir haben gemerkt, wenn wir da selber nicht aktiv sind und auch mal Studenten dahin schicken, dann kommt dann irgendwann keiner, dann sind die unzufrieden. Und wir hatten dann eh schon, bei Nightset haben 40 Unternehmen mitgemacht, bei Data 32, also wir hatten da schon mit über 70 Unternehmen quasi zu tun. Sehr, und die rufen auch ab und zu an, so, ja, hey, wie läuft's und bla 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 und irgendwie kommt keiner oder läuft gut oder was auch immer. Und wir haben dann diese Beziehungen alle zu handeln. Und wenn wir gedacht haben, okay, wenn wir jetzt eine zweite Stadt haben, dann müssen wir einerseits, haben wir noch die physische Distanz hin und her. Und es ist halt unglaublich schwierig, diese Connection aufzubauen, wenn man selber nicht aus der Stadt ist. Und wenn du noch hin und her fahren willst für so ein billiges Produkt, hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Dann dachten wir erst, ja gut, fragen wir quasi andere Studenten, ob es die für uns machen. Aber da war wieder so, die Marge so gering, dass du nicht davon leben kannst. Und dann dachten wir, wenn wir es in mehreren Städten machen, also wir haben es x-mal durchgerechnet und wir haben gedacht, das lohnt sich halt nicht so ganz. Also wir haben genug Geld davon verdient, dass wir sagen könnten, man hätte davon leben können, aber halt nicht viel besser als ein BAföG-Empfänger, der sich eigentlich davor war. Okay, wir haben keinen Weg gefunden, das irgendwie größer zu machen. Also wir dachten uns eigentlich, das Produkt passt am besten für einen Studenten oder jemand, der eben eh im Nürnberger Nachtleben aktiv ist, weil das cool nebenbei machen, der verdient dann auch gut dabei. Aber das als Vollzeitjob zu machen und das Business, das größer wird, haben wir leider nicht den Weg gefunden. Okay. Habt ihr das einfach so für euch selber einfach alles durchgerechnet und bewertet oder habt ihr euch da auch mal Hilfe genommen? Nee, das haben wir selber gemacht. Haben natürlich Freunde gefragt, die wir so kannten, aber wir hatten jetzt keinen. Wir hatten einmal so einen Business-Mentor, der war Rentner von Siemens, der da ziemlich hoher Manager war. Der hat immer jüngere Leute gecoacht, da haben wir einen Kontakt von einem Professor von der Uni bekommen. Mit dem haben wir es auch mal ein bisschen durchgesprochen. Genau, der war eigentlich schon ziemlich erfahren, aber mit dem sind wir so aufs gleiche Ergebnis gekommen, wie was wir damals gesagt haben. Okay. Ja, dann war für euch so der Moment, okay, was machen wir jetzt mit dem Ding? Also selber könnt ihr euch nicht duplizieren, wird schwierig und dann habt ihr irgendwann den Entschluss gefasst, okay, zumachen oder war auch direkt klar, nee, wir versuchen das zu verkaufen? Also eine Idee, die wir noch hatten, war, dass wir so einen Nachfolger finden, den wir so ein bisschen coachen, weil mein Plan war, noch in Nürnberg weiter zu studieren. Mein Kumpel damals, der wollte dann weiterziehen in einer anderen Stadt den Master machen und dass man es eventuell noch so nebenbei weiterläuft, weil die Connections hatten wir schon alle. Das wäre jetzt die zweite Auflage, wäre deutlich weniger Aufwand gewesen, dass wir sagen, okay, wir machen es noch so nebenbei. Das wäre dann wahrscheinlich Plan B gewesen, hätte es keinen Käufer gegeben. Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, die 2 Jahre bin ich jetzt noch in Nürnberg, ich lasse es nebenbei weiterlaufen. Denke, das hätte auch gut geklappt, dann mit weniger Zeitinvest, weil ich nebenbei wieder voll studiere. Aber das wäre sonst so der Plan gewesen. Aber zuletzt habe ich dann auch den Dominik kennengelernt, den du ja auch kennst, von Rectify.de. Und dann hat der damals diese Plattform gestartet. Und da dachten wir so, gut, stellen wir es mal drauf. So schaden kann sie nicht. Jetzt eigentlich ohne große Hoffnungen, dass es darüber klappt. Aber ja, so kommt es dann dazu. Zur Info für unsere Hörer und Zuschauer, also Projectify ist eine Plattform, wo man sein eigenes Webprojekt einstellen kann, um das halt für den Verkauf anzubieten. Und genau, so habt ihr es dann gemacht und ja, direkt einen Käufer gefunden oder wie lief das dann ab? Also uns hat dann einer angeschrieben, der es interessant fand. Also es war jetzt nicht direkt ein Käufer, aber dann ist dann so geschrieben, so hey, cooles Produkt, er kannte es sogar schon witzigerweise. Und hat über die Plattform dann auch gefunden, dann hat er uns halt kontaktiert. Und dann haben wir erstmal so ein bisschen mit dem geschrieben, wir haben es nicht direkt verkauft, wir haben dann erstmal noch mit dem quasi nochmal so ein Nebenbusiness gemacht, sage ich mal, weil der hat damals Pubcrawls in Nürnberg organisiert, also so Kneipentouren und auch Abschiede. Und jetzt war ich die perfekte Kooperation, weil wir hatten dieses Kartenspiel, mit dem man Gutscheine bekommt, alles billiger und so ein Stadtführer dabei ist. Und er hat eben eh diese Kneipentouren gemacht, die wir auch immer organisieren für Studenten. Und dann haben wir uns erstmal mit dem zusammengerauft und haben dann angefangen, seine Touren anzubieten mit unserem Kartenspiel. Für die Leute war es super geil, haben super viel Geld gespart. Für die Touren haben wir dann quasi auch nochmal 20 Euro mal so Beitrag bekommen und haben denen noch ein Spiel verkauft. Plus für die Bars mussten wir gar nichts zahlen, weil die waren froh, dass wir da waren. Also das hat auch überraschend gut funktioniert und das haben wir dann auch erstmal noch ein bisschen mit dem gemacht. Und der war halt kompletter Fan von dem Produkt, weil er hat gemerkt, die Leute aus seinem Pubcross, was er schon seit 3 oder 4 Jahren gemacht hat, die lieben das Ding. Alle sparen sich Geld. Und darum hatte er halt schon wirklich Interesse und genau, das haben wir, würde ich sagen, noch so 2 Monate oder so gemacht und irgendwann hat er gesagt, er hätte echt Bock, das weiterzumachen, weil wir haben ja schon so ein bisschen gesagt, wir wissen es nicht mehr und genau, und dann kam es irgendwann dazu, dass wir ihm quasi alles verkauft haben. Also, das heißt, ihr seid eigentlich, habt euch über eine Kooperation angenähert und
War dann im Prinzip ein strategischer Zukauf. Ist aber auch ein hartes Business, ne? So Kneipentouren veranstalten. Muss man schon, könnte schon anstrengend werden, mit so Ja, Studenten immer loszuziehen und dann noch so ein Quartett in der Tasche. ist dann alles super witzig und irgendwann ist es nur noch, oh Gott, schon wieder bis um 5 feiern. Vor allem diese Junggesellenabschiede, die sind ja richtig feierwütig. Also für die ist es ja der Alter. nächste Tag und dann ist man wirklich mit den 8 Stunden so hardcore trinken. Ja, Kein leichter Job. okay. Okay, und wie seid ihr dann so, also ihr habt das da eingestellt, war das dann eigentlich schon zu der Zeit, wo ihr es eingestellt habt, klar irgendwie, dass ihr das versucht habt zu bewerten oder sowas? Oder habt ihr da auf Angebote gewartet? Wie lief dieser Bewertungsprozess für euch ab, dass ihr irgendwie da so eine Zahl irgendwie mal auf den Tisch bekommen habt? Tatsächlich super schweres Thema. Wir wussten auch nicht, wie wir es bewerten sollen. Wir hatten auch nicht direkt einen Preis im Kopf. Wir haben quasi nur mal so einen Käufer gesucht, der mit uns Kontakt aufnimmt, dass man dann so mal irgendwie quatscht. Weil das Problem ist halt, dass sehr viel von uns als Person abhängig war, weil wir diese ganzen Bars gekannt haben. Das kannst du ja niemandem Fremden verkaufen, weil wenn der wieder bei Null anfängt, die Bars wissen Ja. nicht, wer er ist. Also das war so ein bisschen schwierig und auch schade, sage ich. Und darum hatten wir eigentlich auch geringe Hoffnungen, dass es überhaupt irgendwie weiterführt. Ja. Weil es einfach zu sehr irgendwie an uns geklebt hat. Mit dem Gregor, das war dann, also der Käufer, jetzt habe ich seinen Namen gesagt, ich denke, das stört ihn nicht. Er macht es auch heute noch weiter und der Night Guide hat er es dann umbenannt, also das gibt es immer noch. Und bei dem hat es halt gut gepasst, weil er war selber sehr vernetzt in dieser Bar-Szene. Das heißt, er hat einerseits selber viele Leute gekannt und wir konnten dann quasi mit ihm rumgehen und ihm wirklich vorstellen: hey, das ist der Gregor, der macht es jetzt weiter, der ist cool, der feiert die Idee, so, der hat den Spirit dahinter. Und bei dem hat es dann gut geklappt. Ich glaube, hätten wir einen Käufer gefunden, der gar nichts mit Bars zu tun hat, für den wäre es deutlich schwieriger gewesen. Und auch ist die Frage, so was verkaufen wir eigentlich? So ein bisschen das Design von den Karten. Dann natürlich die ganze Connection zu den Bars haben wir quasi verkauft, oder dass wir quasi überall ein gutes Wort einlegen, dass wir quasi mit ihm zusammen versuchen, dass die Bars das nächstes Jahr wieder machen. Und ansonsten hatten wir nicht so viel physische Assets. Natürlich haben wir die ganzen Kartenspiele noch bekommen, aber das ist natürlich dann auch schon das Ende der Auflage. Und Gültigkeit von einem Jahr und eigentlich ging es dann eher so um die nächste Auflage. Genau, das war quasi dann so unsere Starthilfe, die ganzen Kontakte, die ganzen Designs, dass er quasi so ein Blueprint hatte, Kontakt zur Druckerei, Kontakt zu den Sponsoren, dass er das dann möglichst fließend weitermachen konnte. Ein gewisses Potenzial auch mit Verkauf dann, ne? Also dass ihr zumindest geguckt habt, okay, das ist schon da und das könnte auch im nächsten Jahr so laufen. Ja. Habt ihr euch dann, ja, wie seid ihr auf eine Zahl gekommen? Also habt ihr da geguckt, was im letzten Jahr gelaufen ist und dann einfach geschaut, was daraus im nächsten Jahr werden kann, oder? Ja, so ungefähr. Wir haben gesagt, guck, wir haben jetzt X Euro Gewinn gemacht dieses Jahr mit beiden Produkten. Du kannst beide weitermachen. Du hast deutlich weniger Aufwand als wir. Also, und es wird ziemlich sicher funktionieren, weil wir davor schon mit den Bars geredet, ob es die Interesse haben, weiterzumachen. Und es war eigentlich klar, dass es funktionieren wird. Und genau, wir haben gesagt, okay, so und so viel machen wir, wissen auch, es ist ein Aufwand. Dann haben wir gesagt, okay, so ein Teilbetrag von diesem Jahr nehmen dann wir quasi und der Rest ist dann für dich und in der Zukunft kannst du dann auch weitermachen, dann halt ganz ohne uns. Okay, jetzt habe ich den letzten Teil nicht ganz verstanden. Da war die Verbindung ein bisschen weg. Also, wie war dann die Aufteilung? Genau, also wir haben ja gesagt, ein Jahr lang wissen wir ungefähr, was der Gewinn ist. Wir können ungefähr schätzen, dass es wieder genauso hoch sein wird, weil wir schon Kontakt mit den Bars hatten, dass sie wieder dabei sind. Und dann haben wir quasi gesagt, okay, zahl uns einen Teilbetrag von dem Gewinn im ersten Jahr einen guten. Dann hatten wir das und er hatte quasi, konnte sich ziemlich sicher sein, okay, es geht weiter. Und falls er es über 5 Jahre macht, das ist dann alles komplett seins. Okay, alles klar. Gut, und dann, wie lief die Übergabe? Also ihr habt ja so kooperationsmäßig seid ihr gestartet und das heißt, eure ganzen Bars und Kontakte, so, die waren jetzt schon mit dem neuen Besitzer oder mit dem neuen Eigentümer in Kontakt und musste da sonst irgendwas geregelt werden in Richtung Übergabe? Was ihr vielleicht dokumentieren musstet, weil Übergabefähigkeit ist ja so ein großes Thema. Und gerade bei so kleinen Unternehmen und so kleinen, ja, wo vielleicht nur 2, 3, 4 Leute drin sind, ist halt immer die große Herausforderung, wie kriegt man das Ganze übergabefähig und wie läuft dann auch die Übergabe ab, dass das Ding nicht einstürzt, ne? Bei euch war es jetzt gut, dass es eine Kooperation war und ihr den halt schon mal überall mitgenommen habt, den neuen Eigentümer. Gab es sonst noch irgendwas, wo ihr gesagt habt, okay, das war auf jeden Fall zu unternehmen für die Vorbereitung, damit das ganze Projekt auch wirklich zukünftig weiterlaufen kann? Ich würde sagen, wir haben es so relativ
selbstständig gemacht und wahrscheinlich auch nicht unbedingt professionell diese Übergabe. Wir hatten da quasi einfach so einen Verkaufspreis fürs Unternehmen, haben wir quasi die ganzen Assets aufgelistet, das heißt Zugang zur Facebook-Page mit X Followern, Kontakte zu allen Bars, dann diese ganzen Designvorlagen, das was wirklich viel Arbeit auch war, vom Stadtplan über die ganzen einzelnen Kartendesigns bis hin zur Schachtel und da diese Illustrator-Vorlagen, dass man die leicht anpassen konnte. Genauso Zugang zu sämtlichen Social Media, Facebook, Kontakte, Stadtplan. Hattet ihr einen Online-Shop? Wie? Ihr hattet ja auch einen Online-Shop, glaube ich, ne? Genau, Online-Shop, das habe ich gerade noch gesucht, ich wusste nicht. Genau, der Online-Shop, da der Zugriff und da die ganze Infrastruktur hat er dann quasi auch direkt. Okay. Ja, also ich finde es cool, dass es auf jeden Fall, dass es euch gelungen ist, mit so einem kleinen Unternehmen es hinzubekommen, dass da ein Käufer kommt und der da auch richtig Bock drauf hat und dass ihr das übergeben bekommt. Das ist sicherlich irgendwo, also bei den ganzen Interviews, die ich schon geführt habe mit auch Unternehmen, die natürlich auch in so kleinen Größen unterwegs sind, die stehen wirklich vor der Herausforderung, dass das Ganze irgendwie von jemandem weitergeführt werden kann. Und gerade wenn auch noch so eine Inhaberabhängigkeit besteht zu den ganzen Bars und Clubs und so weiter, dann ist das sicherlich nochmal eine besondere Herausforderung. Also ihr habt da auf jeden Fall, glaube ich, so aus meiner Perspektive viel Glück gehabt, den richtigen auch zu finden und dass ihr auch die Plattform hattet, die da scheinbar auch den richtigen für euch irgendwie, der da auf euch aufmerksam geworden ist, ne, mit Projektify sicherlich sehr cool. Was ich feststelle, ist bei diesen Unternehmen, gerade wenn sie klein sind, ist der Hebel ganz oft, wenn man es verkaufen möchte, tatsächlich diese Digitalisierung. Also, dass man sich irgendwie überlegt, so, es ist eine Möglichkeit, wo ich irgendwie was, zumindest hattet ihr einen Online-Kanal, ihr hattet einen Online-Shop, ihr hattet die digitalen Vorlagen und so, ihr musstet eigentlich diese persönlichen Verhältnisse noch mit regeln und da jemanden halt finden, der da auch gut zu passt und so war das Ganze dann irgendwie auch verkaufsfähig. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ja, macht das heute noch? Sorry, jetzt warst du auch kurz weg, aber die Frage war, ob es heute noch macht. Ja, genau, der Eigentümer, der neue, macht das heute noch? Genau, das heißt jetzt nur inzwischen jetzt irgendwann gerebrandet, inzwischen heißt es Night Guide, Ja. aber es gibt es immer noch in Nürnberg zu kaufen, ja. Und hast mal mit ihm gesprochen, ob das noch richtig läuft oder? Jetzt in den letzten ein, zwei Jahren weniger, aber davor schon und der war zufrieden, also ist relativ gut gelaufen, denke ich. Auch Okay, das, was er cool. gezahlt hat, auf jeden Fall wieder reinbekommen, also ich denke, er ist insgesamt auch happy, also gut Ja. geklappt. Aber ich kann verstehen, dass viele Leute damit Probleme mit dem Verkaufen hätten, wir jetzt ihn nicht gefunden. Also ich glaube auch nicht, dass wir es verkauft bekommen hätten. Hatten wir jetzt so ein bisschen Glücksgriff. Aber ansonsten, also das Problem, dass wir zu sehr davon abhängig sind oder dass das Projekt von uns abhängig ist, das hatten wir auch. Und wenn man da nicht zufällig hat, also ich kann verstehen, dass es schwer ist, ja. Ja. Ja, da braucht man sicherlich die richtige Plattform. Habt ihr euch irgendwie besonders viel Mühe gegeben, das Angebot einzustellen in Form, weiß ich nicht, in der Form der Darbietung mit Informationen? Oder wie lief das in dem Prozess? Genau, also wir hatten ja einiges an Informationen, die wir reinstellen konnten. Die Facebook-Page war für jeden einsehbar, da hat man gesehen, das ist ein echtes Produkt, das ist auch wirklich, wird verkauft und man sieht an den Kommentaren, da ist wirklich was dahinter. Das war schon mal auf jeden Fall stark von Vorteil, die Facebook-Page. Weil ich sage mal, Homepage, da kannst du die Homepage machen und du siehst von außen den Traffic. Ja. Genau, Google Analytics und den Zahlen kann man dann glauben nicht, aber Facebook ist wirklich was, das kann jeder einsehen, da sieht man die Aktivität vom Unternehmen aktuell. Ich denke, das war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass wir da eine große Präsenz hatten. Und ansonsten haben wir noch so, ja, halt so ein bisschen beschrieben, was wir gemacht haben. Wir hatten auch ein Interview mit Fernsehen, Zeitung, das hat alles dazu gepackt. Und ich denke, das hat uns auf jeden Fall geholfen, da seriöser aufzutreten. Und vor allem auch Ja. glauben. Ja. Ja, ihr habt jetzt das so gemacht, dass ihr natürlich direkt alle Informationen direkt zum Unternehmen preisgegeben habt und direkt, ne, hier darum geht's. Manche machen das ja nicht, sind da erstmal anonym unterwegs. War das für euch sofort klar, dass ihr euch da komplett präsentiert mit URL und allen Pipapo? Also auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, wieso man das anonym machen sollte. Ich denke, als Käufer habe ich jedes Problem. Ich kenne das Unternehmen nicht, ich vertraue dem nicht, ich weiß nicht, was der macht. Wenn er dann noch keine Informationen über sich preisgibt, wie sollte ich dann als Käufer wissen, ob das wirklich interessant ist? Naja, Also das ist halt so manchmal der Spagat, ne? Wenn man halt Dienstleister mit drin hat, Lieferanten, Mitarbeiter und so, die vielleicht noch nicht unbedingt was davon erfahren sollten, sonst kann das halt auch nach hinten losgehen. Aber im euren Fall sicherlich, okay, war die Gefahr da nicht so groß, dass das danach irgendwie einstürzt, wenn okay, bekannt ja, ist, wer das dahinter ist steht. gesprochen. Also Ja. die gestellt sollen anonym bleiben, weil. Weil es ist halt oft die Schwierigkeit irgendwie, ne? Also wie viel gibt man an Informationen preis, dass man irgendwie
das Interesse weckt und gleichzeitig nicht zu viel erzählt, dass man weiß direkt, wer dahinter steht. Aber bei euch halt ein bisschen einfacher gewesen. Ja, was machst du heute, lieber Paul? Was kam danach? Ich habe danach den Master noch gemacht in Wirtschaftsinformatik, habe dann noch mal für 2 Jahre bei einer Unternehmensberatung in Nürnberg gearbeitet, bei der Interface AG, und habe mich dann ziemlich stark, oder ich wollte, das war auch ein Grund, warum ich dann Leiter aufgehört habe, ich wollte mich mehr in die technische Richtung entwickeln. Ich war auch immer schon in diesem Startup-Umfeld unterwegs und ich habe gemerkt, die großen, coolen Sachen hatten alles irgendwas mit neuen Technologien zu tun, neuen Sachen, die jetzt aktuell die Welt verändern, und da habe ich mich jetzt mit BWL nicht mehr so wohl gefühlt. Ich habe gemerkt, so von der persönlichen Interesse her, will ich jetzt in diese IT-Richtung gehen, habe dann versucht, mir selber Programmieren beizubringen, diese ganzen Online-Kurse, Code Academy und Udemy-Videos und Tutorials ohne Ende gemacht. Habe Okay. einen Job bei einer IT-Consulting-Firma eben bekommen in Nürnberg, war da 2 Jahre und bin jetzt vor einem guten halben Jahr zu IBM gewechselt und arbeite jetzt als Berater im Bereich künstliche Intelligenz im Banking-Bereich. Cool. Ja, du hast natürlich jetzt Unternehmerluft geschnuppert. Ja. Jetzt bist du im Angestelltenverhältnis. Ja. Wie geht's dir damit? Also natürlich, das musst du jetzt sagen, dass es dir wahrscheinlich gut geht damit, aber das ist ja schon ein Unterschied, ne? Ja, Arbeitgeber nicht Reicher sagen soll, Chef, ne? keine Ahnung. Ja, also überraschend gut. Also ich dachte erst auch so, man hat immer dieses Bild, so vor allem in dieser Startup-Szene, oh, 9-to-5, das ist so das große Böse, Ja. die Selbstständigkeit verliert. Natürlich ist es auch anders, man hat einen geregelteren Tagesablauf. Aber ich fand es überraschend cool, weil erstens die Arbeitsbelastung ist so viel geringer. Also wir hatten halt, wenn du selbstständig bist, du bist dann 24/7 erreichbar, immer. Und vor allem die Bars, die rufen nachts an, mittags, irgendwann, du wirst dir nie abwimmeln, was sind deine Kunden? Genauso gut abends diese Schlafzeiten, wir waren dann ständig abends unterwegs, wir waren gezwungen, ständig wegzugehen und wir konnten uns auch nie so die Zeiten aussuchen, wir mussten dann immer danach richten. Also eigentlich sagen wir so, Selbstständige, du hast zwar keinen Chef, aber die Kunden sind eigentlich noch viel schlimmer, weil du musst dich noch viel mehr nach denen richten. Also Ja, klar. Leben war es eigentlich relativ ähnlich und ich fand es dann auch überraschend entspannt, sage ich als Angestellter, dass du wirklich sagen kannst, das Wochenende hast du frei und du musst auch nicht denken, so, es läuft einfach, wenn du am Wochenende mal nicht arbeitest oder du hast sowas wie Urlaub 2 Wochen und dann kannst du was machen und wegfahren. Das gab es halt in der Leitezeit überhaupt nicht das ganze Jahr. Da haben wir quasi wirklich durchgearbeitet, waren auch die ganze Zeit in Nürnberg und von dem her fand ich das ganz gut und auch dieses Beratungsding gefällt mir, weil man ist halt in verschiedenen Unternehmen. Man ist jetzt auch nicht in einem Unternehmen, dass man sagt, okay, und jetzt kann ich alles, jetzt bleibe ich da 5 Jahre, sondern ich tue meistens alle 6 Monate das Projekt wechseln und vielen Firmen gearbeitet in Deutschland, bei vielen DAX-Konzernen und immer wieder unterschiedliche Bereiche, die mich alle interessieren. Und von dem her macht das aktuell auch ziemlich Spaß. Cool. Also würdest du sagen, okay, die unternehmerische Luft geschnuppert in der kleinen Form, wie du sie erlebt hast, auf jeden Fall für den Kunden immer in Schusslinie zu sein, fühlt sich nicht ganz so gut an. kannst du dir trotzdem vorstellen, nochmal ein Unternehmen zu gründen? Ja, also auch nicht so negativ, weil die Zeit, also in der Zeit, in der man es macht, macht es ja auch. Ja, Also klar. da war das dann auch so voll Leidenschaft, auch wenn wir Freizeit hatten und weg waren, haben wir trotzdem nur über das Business geredet die ganze Zeit. Ja. Also so 24/7 im Kopf, in der Zeit gab es halt nichts anderes. Ja. Von dem her war es auch nicht so schlimm, nur das war nur positiv, dann auf einmal, als es auch weggefallen ist, hat auch gute Seiten. Aber ja, ich könnte es mir in Zukunft wieder vorstellen, jetzt aktuell keine konkreten Probleme. Mir gefällt jetzt hier aktuell ganz gut bei dem, was ich mache, aber keine Ahnung, ich denke, die Welt dreht sich heute so schnell, in ein paar Jahren, so weit denke ich gar nicht voraus, wenn Ja. sich was Gutes tut. Kann gut sein, Vielleicht. dass mal wieder ein Startup gegründet wird. Ja, in welche Richtung interessiert dich da? Hast du schon, also ich meine nicht, dass du jetzt irgendwie konkrete Pläne hast, aber so, wenn es was werden könnte, in welche Richtung würdest du denken? Irgendwas sehr Technisches, also das macht mir aktuell am meisten Spaß. Ich denke vor allem dieses ganze AI-Thema, es wird sich so viel tun in nächster Zeit. Es gibt so viele Prozesse in Unternehmen, die noch langsam sind, die man verbessern kann, automatisieren kann, einfach Unternehmen schlanker und flexibler machen. Also ich glaube, da tut sich aktuell sehr viel. Und ich denke, es gibt ja auch viele sehr gute Startups in dem Bereich, habe auch schon mit vielen gesprochen. Und ich denke, in dem Bereich, da ist unglaublich viel Raum aktuell. Also da gibt es auch noch ein Zukunftspotenzial. Und da mir jetzt auch inzwischen Programmieren Spaß macht, ich sehr technisch unterwegs bin, wird es irgendeine Software sein oder so, weiß ich mal was. Ja. Okay, cool. Du hast ja jetzt diesen ganzen Prozess mit Aufbau eines Unternehmens, eines ja auch digital gestützten Unternehmens so durchprozessiert, hast das auch verkauft, hast das alles miterlebt mit allen Höhen und Tiefen. Was würdest du jemanden raten, der ebenfalls ein Unternehmen in der Richtung oder vielleicht so eine Idee hat, das aufzusetzen
und auch vielleicht, wenn du in Richtung Verkauf gehst. Aber sagen wir erstmal in Richtung Aufbau eines Unternehmens in der Richtung. Ich denke, ich würde versuchen, möglichst schnell das erste Produkt auf den Markt zu bringen und dann zu testen, ob die Nachfrage wirklich da ist oder nicht. Weil so viel, man kann es vorher nicht testen, man hat nicht echte Daten, ob das Produkt ankommt oder nicht, vor allem wenn es ein neues Produkt ist, man weiß nicht, wie es klappt. Und ich würde nicht zu viel Zeit in die Produktentwicklung investieren. Also wirklich so dieses klassische Minimal Viable Product, wirklich prototypisch so klein wie möglich und dann einfach sofort gucken. Man kann ja inzwischen alles gut testen. Man kann Facebook Ads schalten, Google Ads, man kann mit Google Analytics sehen, die Leute kaufen es oder nicht, klicken die auf Newsletter oder nicht. Man kann ja dann tracken, wie die Nachfrage ist. Und wenn wir die wirklich schauen, möglichst schnell, kleines Produkt, wenn es möglich ist, geht natürlich nicht immer. Und wirklich sofort testen, ist es wirklich so gut oder nicht. Ich meine, selber, man kann die tollsten Businesspläne haben, aber keine Ahnung, ich habe schon 100 Businesspläne von anderen gesehen, aber so, es kommt halt immer anders. Und von dem her glaube ich, das Einzige, was dir echtes Feedback gibt, ist der tatsächliche Markt. Und von dem her möglichst schnell starten und dann versuchen, iterieren und das schrittweise besser machen. Oder wenn es halt dann nicht klappt, auch schnell wieder einstampfen und vielleicht was Neues machen. Aber ich denke, die Leute planen 6 Monate ein Produkt, machen einen perfekten Businessplan und dann kriegst du zu schnell die Information, ist es überhaupt valide oder nicht. Also nicht unbedingt direkt den LKW voll Kartenquartetts bestellen, sondern erstmal gucken, no. ob der Ja, okay. Und in Richtung Verkauf? Also ich denke, was auf jeden Fall hilft, ist eine starke Online-Präsenz. Wird heute natürlich allgemein immer wichtiger, aber ich setze vor allem beim Verkauf ist einfach, ich sage mal, die Marke, die das Produkt repräsentiert oder Brand einfach einer der wichtigsten Punkte und sehen oder messbar ist dann am besten einfach über Online-Shop, Google Analytics, also man sieht, okay, man hat so und so viele Besucher pro Jahr oder pro Tag. Man hat so und so eine große Reichweite bei Facebook oder Instagram. Ich denke, das sind inzwischen heute relativ wichtige Parameter. Natürlich, wenn man jetzt so eine klassische Firma ist und man hat, keine Ahnung, dauerhafte Lieferantenverträge oder so, natürlich auch wichtig, aber ich kann mir vorstellen, dass vor allem heute Leute immer mehr darauf Wert legen, dass die Firma auch sichtbar ist. Und ich denke, bevor ich verkaufen würde, würde ich auch nochmal möglichst versuchen, meine Firma positiv hervorzuheben. Das heißt, nochmal Interviews machen, wo es geht oder so, Facebook-Präsenz pushen, da wirklich Posts machen, so eine Aktivität zeigen, weil der Käufer von außen, das sind die Sachen, an denen er sich orientieren wird, weil das andere sieht er ja nicht. Ja, auf jeden Fall. Sehen wir auch so. Haben wir auch immer wieder festgestellt, die da schnell auch einen Käufer gefunden haben. Es gibt natürlich immer auch strategische Zukäufe so und so weiter. Da kennt man sich vielleicht, da ist der Weg ein bisschen einfacher. Aber ich denke, eine gute Online-Präsenz und auch ein paar Daten, die man noch mitgeben kann, dass man sieht, okay, das so hat sich auch vielleicht die Sichtbarkeit entwickelt, tut so einem Verkauf sicherlich ganz gut. Okay, ja, lieber Paul, ich danke dir sehr viel für das interessante Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Sehr und bei deinem neuen Job wünsche ich dir ganz viel Spaß weiterhin und wenn du eine neue Business-Idee planst, lass es mich wissen, dann ich bin auf jeden Fall interessiert, was da so kommt in dem Bereich. Ja, sehr gerne. Okay, cool. Dann mach's gut, lieber Paul, und für unsere Zuhörer auf jeden Fall noch der Hinweis, wir machen das Ganze ja auch als Podcast und wir würden natürlich auch alle Informationen wieder auf unserer Plattform bereitstellen. Daher nochmal ein kurzer Hinweis. Finden Sie natürlich hier unter www.unternehmer-radio.de. Dort haben wir mittlerweile über 100 Interviews, alle zum Thema Unternehmensnachfolge und Digitalisierung. Und Digitalisierung ist nämlich bei dem Thema Unternehmensnachfolge auf jeden Fall auch eine wichtige Komponente, so wie Paul es auch gerade schon angerissen hat. Von daher haben wir das immer findet das immer einen Raum auf unserem Blog und auf unserem Informationsportal. Für heute soll es das gewesen sein. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Tag und dir, lieber Paul, einen wunderschönen Abend. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Super. Danke. Ciao.